Nun geht es aber weiter hier in der Debatte und heute ging es ja auch schon um die Bundeswehr bzw. ob ein Veteranentag eingeführt werden soll. Da haben sich hier die Abgeordneten deutlich dafür ausgesprochen und nun wird auf die eher problematische Situation der Bundeswehr hingewiesen. Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestags, wird hier ihren Wehrjahresbericht 2023 vorstellen. Und die Probleme, die haben wir schon in vorherigen Jahren häufig gehört. Es fehlt an Personal und Material und die Infrastruktur ist marode. Die bisherigen Veränderungen haben noch nicht zu der gewünschten Zeitenwende geführt. Eva Högel spricht nun als Erstes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bundesminister Pistorius, und ich grüße auch die Soldaten oben auf der Tribüne. Heute ist ein richtig guter Tag für unsere Veteraninnen und Veteranen, für unsere Bundeswehr. Denn es ist grandios, dass hier heute Mittag ein nationaler Veteranentag beschlossen wurde. Die Debatte war wirklich richtig bewegend und es war eine wichtige Entscheidung. Und ich freue mich schon heute auf den 15. Juni im nächsten Jahr, den wir groß begehen werden. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, unsere Soldatinnen und Soldaten sind spitze. Sie leisten jeden Tag ihren Dienst professionell, engagiert, pflichtbewusst, kreativ und erfüllen ihren Auftrag. Auf unsere Bundeswehr ist Verlass. Und wir können auf unsere Bundeswehr sehr stolz sein und wir können dafür sehr dankbar sein. Im Jahr 2023 war unsere Bundeswehr wieder enorm gefordert. Erstens die Unterstützung der Ukraine. Die Abgabe von Material reißt auch große Lücken in den Bestand unserer Bundeswehr. Und eine wirklich grandiose Leistung ist es, dass im vergangenen Jahr 10.000 ukrainische Kräfte von unseren Soldatinnen und Soldaten ausgebildet wurden. Das war herausragend. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind gefordert, natürlich in der Landes- und Bündnisverteidigung, durch massive Präsenz an der NATO-Ostflanke. Und die Bundeswehr hatte die Führung der schnellen Eingreiftruppe der NATO, der VGTF. Und als Drittes möchte ich nennen, nicht zu vergessen, das internationale Krisenmanagement. Auch da weiterhin sehr gefordert. Wir erinnern uns an die Evakuierungsoperation im Sudan, das Ende des Mali-Einsatzes und das dauert an, den Krieg im Nahen Osten und die Lage in Israel. Wir haben im Amt der Wehrbeauftragten im vergangenen Jahr 3.859 Vorgänge bearbeitet. Davon waren 2.423 individuelle Eingaben von Soldatinnen und Soldaten. Und wir haben 944 sogenannte meldepflichtige Ereignisse verfolgt. Die Zahlen sind wie im Vorjahr. Ich habe 90 Truppenbesuche gemacht, ein wichtiger Teil meiner Aufgabe, die Gespräche vor Ort in den Kasernen mit den Soldatinnen und Soldaten. Ich war 123 Tage vor Ort bei der Truppe, im Inland und im Ausland, in Mali Anfang des Jahres, in Litauen, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA und ich habe die Gorch-Fock in Portugal besucht. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meinen Kolleginnen und Kollegen im Amt der Wehrbeauftragten danken. Einige sitzen dort, die mich unterstützen bei der Erstellung des Jahresberichtes, bei der Vorbereitung der Truppenbesuche und bei der Begleitung und die Eingaben bearbeiten. Jeden Tag kümmern sie sich engagiert mit viel Herzblut und Sorgfalt um die Angelegenheiten unserer Soldatinnen und Soldaten. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 2023 ging es darum, unter Hochdruck die Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr herzustellen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Material, Personal, Infrastruktur, ich nenne das im Jahresbericht die Dauerbrenner. Und ich sage schon jetzt, es ist viel passiert, es ist viel auf den Weg gebracht worden, aber es ist weiterhin noch viel zu tun. Ganz kurz einen Blick auf das Material. Man muss es so zusammenfassen, das ist diese Lage. Die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Munition, Ersatzteile, Funkgeräte, Panzerschiffe, Flugzeuge. Aber, meine Damen und Herren, es geht voran.
Im Deutschen Bundestag wurden im vergangenen Jahr 25 MIO-Vorlagen beschlossen im Wert von 47,7 Milliarden Euro. Das ist richtig viel Geld, und die Truppe braucht dieses moderne Gerät. Und deswegen sage ich, es geht voran und es ist richtig gut. Ende des letzten Jahres waren 2/3 des Sondervermögens gebunden. Jetzt sind es sogar schon 99,9%. Das Sondervermögen ist gebunden. Das muss jetzt bei der Truppe ankommen. Und, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, das muss fortgesetzt und beschleunigt werden. Sie kennen das schon von mir, aber ich sage es noch mal, weil es so toll ist. Die persönliche Ausstattung, die moderne Kampfbekleidung und die Schutzausrüstung, die 2,4 Milliarden Euro, das kommt im wahrsten Sinne des Wortes bei der Truppe an. Und ich treffe sehr zufriedene Soldatinnen und Soldaten bei meinen Truppenbesuchen. Das war eine wichtige Entscheidung. Stichwort Infrastruktur. Die Infrastruktur ist immer noch desolat. Die Verfahren sind zu kompliziert, es dauert zu lange, es gibt zu wenig Personal. Wir haben im Verteidigungsausschuss am Mittwochmorgen intensiv darüber diskutiert. Wir haben ungefähr einen Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro. Alle Bauverwaltungen schaffen pro Jahr 1,3 Milliarden. Das dauert zu lang, das muss beschleunigt werden. Und das Positive ist, ich bin dem Ministerium dafür auch sehr dankbar, es gibt jetzt einen Aktionsplan Infrastruktur, es gibt Kraftanstrengungen, diese Lage zu verbessern und im Zusammenschluss mit den Bundesländern, die für das Bauen zuständig sind, auch wirklich voranzukommen, damit wir endlich moderne, saubere und ordentliche Kasernen haben. Das haben unsere Soldatinnen und Soldaten verdient. Ein sehr ernstes Thema ist das Thema Personal. Wir hatten Ende des Jahres 181.514 Soldatinnen und Soldaten. Davon waren 24.380 Frauen. Das sind 13,43%. Ich fange mit dem Positiven an. Es ist gut, dass das Thema Personal bei der Bundeswehr ganz oben auf der politischen Agenda ist. Es wird ernst genommen und es wird intensiv darüber diskutiert, wie wir es schaffen können, mehr Personal zu gewinnen und das Personal zu binden. Und ich bin auch sehr angetan von den Vorschlägen der Taskforce Personal, die 60 Maßnahmen vorgeschlagen hat, die jetzt auch umgesetzt werden in der Truppe, sodass wir vorankommen beim Thema Personalgewinnung. Denn das ist auch dringend notwendig. Unsere Truppe altert und schrumpft. Es gibt zu wenige Bewerbungen, zu wenige Einstellungen. Die Abbruchquote ist zu hoch. 20.000 Stellen sind seit Jahren, das haben schon meine Vorgänger immer aufgeschrieben, unbesetzt. 20.000 unbesetzte Dienstposten sind 17,6%. Und die Truppe wird älter. Wir sind jetzt bei 33,8 Jahren. Und, meine Damen und Herren Abgeordnete, wir haben immer noch zu wenig Frauen bei der Bundeswehr und zu wenig Frauen in Führungspositionen. Es ist also Handlungsbedarf beim Thema Personal, und das ist angekommen, und ich bin optimistisch, dass es auch da vorangeht. Ich komme zu einem weiteren ernsten Thema. Aber da ist viel geschehen, und das möchte ich auch hervorheben. Das ist das Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Das ist eine Daueraufgabe, selbstverständlich, weil es auch eine Daueraufgabe in unserer Gesellschaft ist. Aber die Zahl ist nicht gestiegen der Vorfälle. Wir haben 204 meldepflichtige Ereignisse gehabt. Und ich will ausdrücklich positiv hervorheben, dass Sie einen neuen Entlassungstatbestand beschlossen haben. Der wird helfen, auch Rechtsextremismus in der Truppe wirksam zu bekämpfen. Ein weiteres Thema, das habe ich Ihnen auch schon öfter vorgetragen, und das ist auch ein Thema, wo wirklich Handlungsbedarf ist, weil wir wieder auf hohem Niveau einen Anstieg hatten. Das sind sexuelle Übergriffe. Übergriffe, Angriffe, Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wir hatten 385 meldepflichtige Ereignisse und 49 Eingaben. Das ist zu viel. Jeder einzelne Fall ist zu viel. Aber auch da, Sie sehen, ich suche auch immer gute Beispiele und Dinge, die vorangehen. Auch da möchte ich sehr ausdrücklich hervorheben, die neue allgemeine Regelung zum Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten. Sie wird Handlungssicherheit geben den Disziplinarvorgesetzten. Und ich merke auch schon jetzt, sie ist Gegenstand von politischen Bildungen. Sie wird jetzt in der Truppe umgesetzt. Und ich verspreche mir, dass wir dann da auch ein ganzes Stück vorankommen.
Das waren die drei Dauerbrenner. Zwei Ereignisse möchte ich nur als Stichwort hervorheben, die das Jahr 2023 geprägt haben. Ich beginne mit dem sehr positiven, nämlich den Invictus Games. Ich glaube, alle von uns wissen, wie wunderbar das war im Herbst in Düsseldorf. Endlich sind die Veteranen auch in den Blick gerückt. Wir haben über Verwundung und Verletzung diskutiert. Und deswegen passt das auch so wunderbar, dass heute der Veteranentag beschlossen wurde. Die Invictus Games waren spitze und ich freue mich schon auf weitere Veranstaltungen dieser Art. Das zweite prägende Ereignis, das Ende des Mali-Einsatzes. Eine Zäsur im internationalen Krisenmanagement. Und wir sind sehr dankbar, dass alle wieder da sind. Das war ein gefährlicher Einsatz, 10 Jahre. Und auch hier ist es wichtig, dass wir diesen Einsatz wirklich auch evaluieren und daraus Lehren ziehen für künftige Einsätze und auch über die Strategie und die Ziele diskutieren. Wie ein roter Faden zieht sich durch das Jahr, und ich habe es im Jahresbericht hervorgehoben, das Thema Belastung. Fehlendes Material, unbesetzte Dienstposten, marode Infrastruktur stresst die Truppe. Deswegen habe ich Ihnen 4 Forderungen mitgebracht heute. Aufgaben reduzieren, auch mal eine Aufgabenkritik, auch mal einen Einsatz beenden oder auch mal sagen, was nicht mehr geht. Zweitens, die Truppe ächzt unter Bürokratie. Bürokratie muss abgebaut werden. Es werden wirklich immer noch Excel-Tabellen von A nach B gefaxt. Das muss aufhören. Und wir brauchen eine Beschleunigung bei der Digitalisierung. Und, meine Damen und Herren Abgeordnete, wir müssen die Familien unterstützen, unserer Soldatinnen und Soldaten, denn die tragen diese Belastung auch mit. Frau Präsidentin, ich bin sofort fertig. Ich komme in die Schlusskurve. Mein Fazit des Jahres 2023 ist, es wurde viel verbessert. Sie haben viel auf den Weg gebracht. Wir sind noch nicht am Ziel. Das Ziel ist eine vollständig einsatzbereite Bundeswehr. Da ist noch einiges zu tun. Das beschreibt der Jahresbericht. Und ich hoffe, dass er wieder Impuls ist für weitere Verbesserungen, für Beschleunigung, für Initiativen, für Anstrengungen. Und freue mich auf gute Diskussionen hier im Bundestag und darüber hinaus und Entscheidungen. Und jetzt habe ich noch 3 Dankeschöns. Einmal möchte ich ganz herzlich Ihnen danken, meine Damen und Herren Abgeordnete, für Ihr Vertrauen und für den guten Austausch, den wir haben. Ich danke auch ganz herzlich dem Bundesministerium der Verteidigung für wichtige Reformen und auch hier für einen guten Austausch. Und natürlich nicht zuletzt von ganzem Herzen unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Dienst. Vielen Dank. Eva Högel sagt, es ist noch viel zu tun und nicht nur bei der erwünschten Truppenzahl. 201.000 Soldatinnen und Soldaten sollen eigentlich in der Bundeswehr aktiv sein. Momentan sind es 181.514. Und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat sich diesem Dank an die Soldaten auch noch mal angeschlossen. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat hier schon nonverbal häufiger zugestimmt bei dieser ersten Rede. Nickend saß er auf der Regierungsbank und jetzt redet er auch noch am Plenum. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Eva Högel. Auch ich beginne gerne und von Herzen mit einem herzlichen Dank für die großartige Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Liebe Eva, du bist Anwältin, Sprachrohr, Interessenvertreterin, alles in einem und gleichzeitig aufmerksame Beobachterin und konstruktive Kritikerin an dem, was passiert. Vielen Dank an dich und das ganze Team für deine Arbeit. Das Berichtsjahr 2023, das kann man ohne Übertreibung sagen, war verteidigungspolitisch erneut ein bewegtes und ganz sicher nicht einfaches. Und auch in diesem Jahr geht es so weiter. Zum russischen Angriffskrieg in seinem zweiten furchtbaren Jahr, also im letzten Jahr, kamen weitere Krisen und Herausforderungen. Die Welt ist im Dauerstress und mit ihr die Frauen und Männer der Bundeswehr, die die Folgen direkt spüren. Im Rahmen unserer anhaltenden Unterstützung der Ukraine durch unsere Bündnisverteidigung an der Ostflanke, mit unseren Rettungs- und Evakuierungseinsätzen, sei es der außerordentlich erfolgreiche Evakuierungsvorgang im Sudan oder die schnell abgeschlossenen Vorbereitungen für eventuell notwendig werdende Evakuierungen im Nahen Osten. Das alles wohlgemerkt parallel zur Ausrichtung auf den neuen Kernauftrag, den neuen alten Kernauftrag Landes- und Bündnisverteidigung. Das alles zusätzlich zu laufenden und neuen Auslandseinsätzen,
einsatzgleichen Verpflichtungen, Übungen und Amtshilfe ersuchen. Und das sind nur ein paar Schlaglichter auf die Vielzahl und die Vielfalt der Aufträge der Bundeswehr. Und sie unterstreichen zweierlei. Eines, auf die Bundeswehr kam viel zu. Und zum Zweiten, auf die Bundeswehr war und ist Verlass, meine Damen und Herren. Oder um es mit den Worten der Wehrbeauftragten zu sagen, die Truppe macht's immer möglich. Und deswegen geht mein großer Dank an unsere Soldatinnen und Soldaten für ihren engagierten Dienst als unser aller Garant für Frieden, Freiheit und Sicherheit, stellvertretend an die Soldatinnen und Soldaten auf der Tribüne. Vielen herzlichen Dank. Aber wir alle wissen, ich weiß, das Ganze mutet der Truppe viel zu. Wir müssen die Bundeswehr deshalb dringend weiter in der Breite aufstellen. Zu diesem Schluss kommt auch richtigerweise der Jahresbericht. Ich will aus meiner Sicht zwei zentrale Themen aufgreifen. Finanzen. Es kommt gewiss nicht überraschend, dass ich mich der Wehrbeauftragten ausdrücklich anschließe. Wir brauchen einen kontinuierlich steigenden Einzelplan 14, meine Damen und Herren. Und ich will es noch klarer machen. Wir brauchen eine Erhöhung des Verteidigungsetats in einer Größenordnung von mehreren Milliarden Euro. Sonst werden wir das, was wir im Rahmen der Zeitenwende so erfolgreich begonnen haben, gegen die Wand fahren. Sonst laufen wir im nächsten Jahr in einen faktischen Rüstungsstopp. Mehr Schlagkraft für die Bundeswehr ist ohne ein deutliches Mehr an Verteidigungsausgaben nicht zu haben. Und das Sondervermögen war und ist ein richtiger Schritt. Und es wird zum Ende des Jahres vertraglich gebunden sein. Und deswegen muss etwas anderes kommen. Und gleichzeitig will ich das deutlich unterstreichen. Die Verausgabung des Sondervermögens in dieser Größenordnung hat uns noch vor 15 Monaten niemand zugetraut in dieser Größenordnung. Und ich danke ausdrücklich dem viel gescholtenen Personal, dem Bundesverteidigungsministerium und den nachgeordneten Behörden für ihre großartige Arbeit. Vielen Dank. Und ich füge hinzu, und da hat die Wehrbeauftragte natürlich recht. Jetzt kommt es darauf an, dass das alles, was wir bestellt haben, so schnell, jetzt auch schnell an die Truppe kommt. Und ich bin in dauerhaften Gesprächen, in regelmäßigen Gesprächen mit den Vertretern der Rüstungsindustrie und sie tun, was sie können, aber zaubern können sie eben auch nicht. Und bestimmte Systeme brauchen ihre Zeit, bis sie produziert werden. Deswegen ist es so wichtig gewesen, die Aufträge zu erteilen, damit wir auf dieser Achse keine weitere Zeit verlieren, meine Damen und Herren. Aber das Sondervermögen kann eben nur der Startschuss gewesen sein. Meine Überzeugung ist daher, wir müssen die Finanzierung unserer Sicherheit separat abbilden, meine Damen und Herren. Sicherheit hat Verfassungsrang. Und gleichzeitig darf das nicht passieren im Wege eines sozialen Kahlschlags in unserem Land, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Verteidigungshaushalt ist die Grundlage für die Umsetzung der Zeitenwende. Ich danke Ihnen ausdrücklich allen hier im Hohen Haus für Ihre bisherige Unterstützung und baue auch künftig darauf. Nur so können wir die Bundeswehr nachhaltig befähigen. Meine Damen und Herren, ich komme zu den Strukturen. Auch da sind wir mit Blick auf die notwendigen Strukturen ins Handeln gekommen. Die neue Struktur im Verteidigungsministerium, bei den Streitkräften und im zivilen Bereich wird die Bundeswehr in der Wahrnehmung ihres Auftrags bestmöglich unterstützen. Landes- und Bündnisverteidigung ist unser Fokus mit der noch klareren Verortung der jeweiligen Verantwortung. Mit zukünftig einem operativen Führungskommando, 4 Teilstreitkräften und einem Unterstützungsbereich, das sind substanzielle Veränderungen, weil auch hier ein weiter so nicht möglich war. In den kommenden Monaten arbeiten wir an der Umsetzung, Feinausplanung und in spätestens einem Jahr im April nächsten Jahres werden wir in der neuen Struktur voll arbeitsfähig sein. Gleichzeitig, das wissen wir alle gemeinsam, sind Strukturveränderungen kein Allheilmittel, das ist klar. Sie führen nicht dazu, dass neue Panzer auf dem Hof stehen, Kasernen modernisiert werden oder der Bundeswehr ausreichend Männer und Frauen zur Verfügung stehen. Der Jahresbericht 2023 konstatiert, dass Verbesserungen auf sich warten lassen, ja. Und ich verstehe die Mahnung und stimme sogar zu. Das Motto der Zeitenwende kann deshalb nur Ungeduld sein. Sie ist angebracht, treibt uns an, mich zuallererst. Aber ich sage auch sehr deutlich, man kann die Bundeswehr nicht über Nacht neu ausrichten und ausstatten. Bei aller Ungeduld müssen wir plan- und zielgerichtet vorgehen. Das tun wir und ich freue mich, dass das auch im Jahresbericht Anerkennung findet. Wir haben wichtige Weichen gestellt und das in vielen Bereichen. Personal, Infrastruktur, Material, Beschaffung, flankiert mit entsprechender neuer Industriepolitik.
Wir werden in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, das kann ich Ihnen versichern. Liebe Eva, dir auch. Und wir nehmen deine Impulse auf und ernst. Vielen Dank. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, zum Jahresbericht 2023 der Wehrbeauftragten Eva Högel. Und jetzt gibt es erstmal Wahlergebnisse. Jörn König hat die erforderliche Mehrheit von 368 Stimmen nicht erreicht, denn es wurden abgegeben 665 Stimmen. 88 haben mit Ja gestimmt, 562 mit Nein und 15 Enthaltungen gab es. Damit ist er nicht zum Stellvertreter der Präsidentin gewählt. Und der Abgeordnete Norbert Kleinwächter hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 368 Stimmen ebenfalls nicht erreicht. Abgegeben wurden 665 Stimmen. Eine war ungültig. Mit Ja haben 74 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 586. Es gab 4 Enthaltungen. Damit ist er als Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt. Ich komme mithin zurück zu unserer Debatte über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Kerstin Vierecke hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Letzte Woche wurden in Bayern 2 russische Spione festgenommen. Es gebe Indizien, dass Anschläge auf die deutsche Militärhilfe für die Ukraine geplant wurden. Einmal mehr wurde uns dadurch aufgezeigt, wie bedrohlich die derzeitige Sicherheitslage ist. An dieser Stelle möchte ich allen beteiligten Einsatzkräften und Sicherheitsbehörden für ihre permanente Wachsamkeit und ihren Einsatz danken. Denn dieser Vorfall ist ein weiterer unbestreitbarer Beweis dafür, dass ein konsequentes Umsetzen der Zeitenwende und die Stärkung der staatlichen Resilienz zwingend notwendig ist. Die Zeiten haben sich verändert. Wir sind zwar noch umgeben von Freunden, aber eben unsere Partner nicht. Unsere Sicherheit ist untrennbar von deren unserer NATO- und EU-Verbündeten im Osten. Deshalb schulden wir es nicht nur unser aller Sicherheit, dass wir die vollumfängliche Ertüchtigung unserer Streitkräfte vorantreiben, sondern eben auch unseren Verbündeten. Und genau hier blicken wir als Union besorgt auf den Kalender. Denn wir wissen, dass der Faktor Zeit nicht unser Freund ist. Tatsache ist, dass in den vergangenen 2 Jahren der Ampel bei den Haushaltsberatungen quasi alles wichtiger war als die adäquate finanzielle Hinterlegung der Zeitenwende. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte zu glauben, dass es diesmal anders sein wird. Wichtige Wahlen stehen an. Und Verteidigung war mit Verlaub bei der SPD und auch bei den Grünen im Wahlkampf noch nie ein starkes Thema. Auch bei Ihnen, liebe Kollegen, muss die Stärkung der Bundeswehr zwingend an erster Stelle stehen. Wahlkampf auf Kosten der Bundeswehr können wir uns nicht erlauben. Und die Mehrheit der Deutschen unterstützt höhere Verteidigungsausgaben. Und diesen Moment gilt es zu nutzen, eben nicht zu verspielen. Und wenn der eigene Verteidigungsminister 6,7 Milliarden mehr fordert, dann macht er das ja nicht aus Lust und Laune, sondern eben, weil es zweifelsohne notwendig ist, dass die großspürigen Ankündigungen vom Bundeskanzler und anderer Kabinettsmitglieder umgesetzt werden. Und da ist es jetzt auch leider keine Überraschung, dass das Sondervermögen nicht ausreicht. Ohne einen Aufwuchs des regulären Verteidigungshaushaltes kann die Zeitenwende nicht gelingen. Und das sagen wir schon seit 2 Jahren. Auch der Bericht der Wehrbeauftragten für das Jahr 2023 zeigt das mal wieder. Zwar wird das Geld allein nicht alle Probleme der Bundeswehr lösen. Aber es ist die Grundvoraussetzung für das Lösen der Großteil dieser Probleme. Wer mehr Material, mehr Personal und eine zeitgemäße Infrastruktur will, wird nicht darum herumkommen, mehr Geld für die Verteidigung zur Verfügung zu stellen. Da hilft es auch nicht, alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, zu den Verteidigungsausgaben hinzuzurechnen. Alles, um krampfhaft die 2% zu erreichen. Zinstilgungen für Staatskredite sowie Pensionen für ehemalige NVA-Soldaten erhöhen nicht die Kampfkraft der Truppe und ändern auch übrigens nichts an den verrotteten Kasernen. Und ja, es liegt nicht nur am Geld.
denn wir verwalten statt zu gestalten. Kürzlich meinte ein Soldat zu mir, die Zeitenwende ist in der Praxis mit den Prozessen und Vorschriften von vorvorgestern. Im tagtäglichen Betrieb merke die Truppe nichts von den Ankündigungen hinsichtlich der Entbürokratisierung, der Entschlackung und der Beschleunigung der Prozesse. Ankündigungen gab es offenkundig viele. Aber wir müssen uns mal vor Augen führen, dass in den letzten 2 Jahren die Truppe um ca. 2000 Uniformträger geschrumpft ist und weiter altert. Immer noch nicht geklärt wurde, ob der Zielumfang von 203.000 Soldaten ausreicht. Und trotz Krieg in Europa nicht genügend Geld für Munition bereitgestellt werden kann. Und das alles trotz des Krieges in der Ukraine, der anhaltenden Krise im Nahen Osten und der Muskelspiele Chinas im Fernen Osten. Die Zeitenwende scheitert nicht an dem Willen und der Einsatzbereitschaft unserer Soldaten, sondern daran, dass wir es trotz allem nicht schaffen, klar zu formulieren, was unsere Sicherheit wert ist. Machen wir uns endlich ehrlich. Die Forderung von Christian Mölling, der DGAP, nach einer sicherheitspolitischen Dekade trifft den Kern unserer Zeit. Wir müssen unser Verständnis von Verteidigung erneuern und eine umfassende Gesamtverteidigung anstreben, wie es auch unsere skandinavischen und baltischen Partner bereits tun. Das erfordert eine Priorisierung nicht für ein Jahr, nicht in der Form eines Sondervermögens, sondern eben für einen deutlich längeren Zeitraum. Anders werden wir die Defizite bei der Bundeswehr, dem Bevölkerungsschutz und der gesamtgesellschaftlichen Resilienz nicht ausreichend adressieren werden können. Wir fordern dieses nicht, weil wir es wollen, sondern einzig und allein, weil wir es müssen. Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, Ihr Bericht zeigt wie jedes Jahr, wie gigantisch die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Und ich möchte nicht die Gelegenheit ungenutzt lassen, um Ihnen und Ihrem Team für Ihre wichtige Arbeit zu danken. Denn Ihr Bericht dient als dringend benötigter Realitätscheck, als Warnung, wie weit Anspruch und Realität auseinanderklaffen, als Anlass, sich ehrlich zu machen, wenn es um den Zustand der Bundeswehr geht. Und schließlich auch als Beweis dafür, dass wir mehr tun müssen, unsere Verteidigungsbereitschaft zu stärken. Es ist an der Zeit, dass wir mit Taten auf diesen Bericht antworten. Kerstin Vieregge war das aus der Unionsfraktion, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und der Bundestag diskutiert den Jahresbericht der Wehrbeauftragten Eva Högel, die das Ganze hier auch verfolgt. Und ist die nächste Rednerin jetzt Merle Spellerberg aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen. Es gibt viele Punkte des Berichtes, die ich hier gerne ansprechen würde. Doch ich möchte mich heute auf einen Punkt konzentrieren. 13%. Das ist laut Jahresbericht der Wehrbeauftragten der Anteil der Frauen in den Streitkräften der Bundeswehr. Die meisten von ihnen dienen in der Sanität. 6%, das ist laut einer Umfrage der Anteil von Frauen zwischen 16 und 29 Jahren, die sich im Jahr 2022 einen Dienst in der Bundeswehr vorstellen konnten. 2 Jahre zuvor waren es noch mehr als doppelt so viele. Liebe Kolleginnen, damit sind wir noch weit entfernt von den 20%, die sich das BMVG ab 2024 als Zielmarke gesetzt hat. Der Anteil von Frauen in den obersten Führungspositionen ist leider ähnlich ernüchternd und lässt sich an exakt 2 Händen abzählen, denn es sind 10 Soldatinnen, allesamt Ärztinnen im Sanitätsdienst. Das BMVG führt es darauf zurück, dass Frauen erst seit 2001 Soldatinnen sein können. Liebe Kolleginnen, angesichts der inzwischen über 23 Jahre, in denen Frauen auch den Dienst an der Waffe ausüben können, ist dieses Argument meiner Meinung nach kaum noch haltbar. In meinen Gesprächen mit Soldatinnen und den Gleichstellungsbeauftragten wird eines immer wieder klar. Es muss ein grundlegendes Umdenken und strukturelle Änderungen in der Bundeswehr geben. In diesem Kontext wundere ich mich nicht über die niedrigen Zahlen. Denn wenn Kinderbetreuung immer noch als Frauensache gilt, wenn männliche Kameraden an den Fähigkeiten von Soldatinnen, insbesondere in Führungspositionen, zweifeln, wenn sexualisierte Gewalt und Übergriffe nicht immer angemessen untersucht und verfolgt werden und Konfliktsituationen in den meisten Fällen zur Versetzung der Frauen führen, dann
wundert man sich nicht. Wir müssen mehr tun. Wir brauchen eine gelebte Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Dienst in der Bundeswehr und entsprechende Strukturen. Auch Soldaten muss vermittelt werden, dass sie Elternzeit nehmen können. Und zwar nicht nur durch das Ansparen von Stunden auf Langzeitkonten. Ihnen muss vermittelt werden, dass auch Sie Verantwortung für Sorgearbeit tragen können. Es braucht familienfreundlichere Arbeitszeit- und Karrieremodelle, auch und gerade in Zeiten von Landes- und Bündnisverteidigung. Die Werbeauftragte hat es ausgeführt. In anderen Bereichen hingegen, und das sollte man anerkennen, zeigt der Bericht wichtige Fortschritte und Erfolge auf. Ein Zeichen, dass die Zeitenwende nicht nur auf dem Papier steht. Für die wertvolle und wichtige Arbeit der Werbeauftragten möchte ich mich ganz herzlich bei ihr und ihrem Team bedanken. Ein Satz noch in puncto Gleichstellung, durchaus ein Vorbild für das BMVG. Ich freue mich, weiterhin gemeinsam am Wohl unserer Soldatinnen zu arbeiten. Hannes Knauk, das Wort für die AfD. Frau Präsidentin, Frau Werbeauftragte, meine Damen und Herren! Wie wichtig den Regierungsparteien die wehrpolitische Wende in Deutschland ist, das sehen wir nicht zuletzt an dieser Debatte. Die ist nämlich auf lächerliche 39 Minuten zusammengeschrumpft. Der Zustand der deutschen Streitkräfte ist für Sie offenbar nicht viel mehr wert als eine kurze Kenntnisnahme. Aber wozu braucht man auch eine lange Debatte führen, wenn der Jahresbericht der Werbeauftragten nicht wirklich Neues preisgibt? Die Bundeswehr ist weiterhin nicht wehrfähig, die Materialabgaben an die Ukraine wurden nicht kompensiert, Munition und Ausrüstung fehlen weiterhin im großen Stil. Das Personal der Streitkräfte schrumpft unbeirrt weiter und die 100 Milliarden Sonderschulden sind bereits so gut wie aufgebraucht. Kurz gesagt, die groß angekündigte Zeitenwende war ein einziger Rohrkrepierer und das ganze Gefasel von Kriegstüchtigkeit ist doch nichts anderes als das typische Geschwätz von Politikern, wie wir es in der Bundespolitik seit Jahrzehnten kennen. Alles wie immer, große Rhetorik, viel Symbolik und keine Wirkung, meine Damen und Herren. Viel Symbolik, keine Wirkung. Das sind auch genau die Stichworte, wo einem sofort die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, in den Sinn kommt. Und viel Symbolik ist es übrigens auch, wenn die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses es nicht einmal für nötig hält, an dieser Debatte heute hier teilzunehmen. Liebe Frau Strack-Zimmermann, wo immer Sie sich auch gerade befinden, anstatt die Bürger auf öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen zu beschimpfen, sollten Sie sich doch mal ehrlich machen und lassen Sie Ihren Worten endlich Taten folgen. Wenn Sie doch so versessen darauf sind, in den Krieg zu ziehen, dann hauen Sie doch im Juni nicht feige ab ins EU-Parlament nach Brüssel, sondern ziehen Sie sich endlich eine Uniform an, setzen sich einen Helm auf den Kopf und dann machen Sie sich auf den Weg in die Ukraine. Dort können Sie dann gerne für die Ukraine kämpfen, aber lassen Sie doch bitte die Bürger dieses Landes mit ihrer unsäglichen Kriegsrhetorik in Ruhe. Die Deutschen wollen Frieden und keinen Krieg, meine Damen und Herren. Und auch die Kollegen der CDU-CSU können nicht aus ihrer antideutschen Haltung heraus. Der Abgeordnete Roderich Kiesewetter wurde vor ein paar Tagen in einem Interview gefragt, was denn seine ersten Maßnahmen wären, um die Bundeswehr wieder wehrfähig zu machen. Und das Erste, was Herrn Kiesewetter auf diese Frage einfällt, ist: Die Ukraine müsste nun stärker unterstützt werden. Die Union bereitet ja seit Anfang dieses Jahres die nächste schwarz-grüne Kriegstreiberkoalition vor und stellt in nahezu jeder Sitzungswoche Anträge, zum Beispiel zur Lieferung von Taurus oder anderen Waffensystemen oder Anträge, die den absurden Titel tragen, der Ukraine zum Sieg verhelfen. Und ab 2025 wollen uns dann Friedrich Merz, Robert Habeck und Ricarda Lang und Konsorten endgültig in den Dritten Weltkrieg führen. Die einzige politische Kraft, die sich für Frieden und Freiheit des deutschen Volkes einsetzt, ist und bleibt die AfD, meine Damen und Herren. Wir sehen, Sie alle hier kriegen die verteidigungspolitische Wende nicht gebacken, weil man dafür zumindest einen Funken von Vaterlandsliebe und nationalem Durchsetzungswillen bräuchte. Und wenn von der CDU bis zur Linken eines fehlt, dann ist es der Bezug zu Deutschland als Vaterland und einem Pathos für das Heroische. Das können Sie vielleicht bei den Ukrainern bewundern und das durchaus zu Recht.
aber für unser Land wollen Sie das nicht. Die Bundeswehr braucht und verdient endlich eine würdige Führung. Und für den Respekt und den Wiederaufbau des Soldaten, dafür setze ich mich und meine Partei ein. Schluss mit den Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Wir brauchen alles Material, jeden Mann und jede Frau hier in Deutschland. Es ist doch eigentlich ganz einfach, meine Damen und Herren. Draußen am Reichstagsgebäude steht dran, dem deutschen Volke, nicht alles für die Ukraine, nicht alles für fremde Streitkräfte, nicht alles für Interventionskriege in der ganzen Welt, sondern alles für die Landesverteidigung und alles für, wenn man das denn noch sagen darf, die Bundeswehr. Vielen Dank. Hannes Glauck aus der AfD spricht Koalition und Union die Vaterlandsliebe ab. Das ist, ich sag's mal vorsichtig, ein recht forscher Beitrag angesichts der Nachrichtenlage um die AfD. Alexander Müller ist der nächste Redner, ist verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Wehrbeauftragte, liebes Team Wehrbeauftragte, heute wollen wir sprechen über die Leistungen und den Wehrbericht. Und ich muss aber trotzdem auf den Vorredner noch kurz eingehen. Also der Phantomschmerz des Kollegen Knauk, dass er keine Uniform mehr anziehen darf, sich hier immer produziert als der schneidige Unteroffizier, aber noch nicht mal mehr in Kasernen gehen darf, während die Kollegin Strack-Zimmermann jede Woche eine Kaserne besucht, was sie gar nicht mehr dürfen. Dieser Phantomschmerz, der muss schon immens sein. Wollen wir uns wieder dem Thema widmen, um das es heute geht, nämlich den Bericht der Wehrbeauftragten. Und ich danke nicht nur der Wehrbeauftragten, sondern auch der Union, dass wir heute mal zur Sache diskutieren können und wir nicht parteipolitische Nebenanträge bei diesem wichtigen Bericht der Wehrbeauftragten heute haben. Ich danke Frau Högel, dass sie so umfangreich die Lage der Truppe beschrieben hat. Und dazu gehören natürlich, jetzt fangen wir mit den guten Sachen an, die Fortschritte bei der persönlichen Ausrüstung. Das erlebt man, wenn man die Truppe besucht. Die Kollegin Vierecke hat eben hier kundgetan, dass sie das noch nicht mitbekommen hatte. Ich kann nur empfehlen, wirklich mal zur Truppe zu gehen, in die Kasernen zu gehen. Die Lage ist wirklich deutlich besser geworden. Das werden Ihnen die Soldatinnen und Soldaten bestätigen. Die persönliche Ausrüstung, die Dinge des täglichen Bedarfs. Das ist deutlich besser geworden. Die 100 Milliarden kommen bei der Truppe an. Die Fortschritte sind erkennbar. Und das ist ein Fortschritt, den wir sehen. Zu den in der Tat großen Problemen der Bundeswehr ist die Infrastruktur. Frau Högel nennt das den Dauerbrenner und das mit Recht. Es ist tatsächlich so, dass neue Gebäude für die Bundeswehr ewig dauern. Wir reden da über viele Jahre. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass die Landesbauämter zuständig sind für die Planung. Und es ist natürlich auch verständlich, dass die Landesbauämter, die jeweils der Landesregierung natürlich unterstehen, eine Landesregierung hat wenig Interesse in ihrem Land, ein Munitionsdepot, ein Sprengstofflager oder einen militärischen Flughafen zu bauen, dass das natürlich ganz niedrig priorisiert ist, ist ganz klar. Und solange wir aus dieser Abhängigkeit nicht rauskommen, drehen wir uns immer im Kreis. Wir müssen es schaffen, dass wir genauso wie bei Bundesautobahnen, genauso wie bei ICE-Strecken, mittlerweile regeln wir es auch bei Windrädern auf Bundesebene, dass wir die Abstände auf Bundesebene festlegen, dass wir davon wegkommen, dass jedes Bundesland seine eigenen Bauordnungen für Kasernen durchsetzen darf, jedes Bundesland seine eigene Brandschutzordnung durchsetzen darf, sondern wir müssen das bundeseinheitlich machen, bundeseinheitlich steuern und auch vielleicht eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen, dann kommen wir auch mit der Infrastruktur für die Bundeswehr schneller voran. Und ein weiterer Punkt im Bericht, ein wichtiger Punkt, ist die Wertschätzung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Da hat sich auch einiges getan in letzter Zeit. Da hat Frau Högel auch darauf hingewiesen. Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Wir haben den Veteranentag heute für unsere Soldatinnen und Soldaten beschlossen, was ein ganz wichtiger Punkt für die Wertschätzung ist. Aber auch die Invictus Games, Frau Högel hat es genannt, waren auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist ja heute schon Legendenbildung hier betrieben worden. Wir haben aus der Union gehört, dass angeblich eine Unionsministerin das vorangetrieben hätte. Da wollen wir doch mal die Fakten noch mal sortieren. Es war der Kollege Markus Faber, der das in der letzten Saison hier eingebracht hat, diese Idee, von der Union abgelehnt, hier im Bundestag. Einen Monat später kam per Copy und Paste unser Antrag von der Union dann wieder. Dann ist er durchgekommen. Dann wollte Annegret Kramp-Karrenbauer in Köln das Event machen. Die Kölner wollten es aber nicht. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat dafür gekämpft, dass es nach Düsseldorf kommt. Und es ist ein ganz toller Event geworden, mit einem großen Erfolg für unsere Soldatinnen und Soldaten. Das muss man sagen, das war wirklich klasse, dass das letztes Jahr dort stattgefunden hat.
Ja, die Bundeswehr erlebt eine Zeitenwende, auch historische Dinge, das muss man auch sagen. Wir installieren jetzt eine Brigade bei einem Bündnispartner in Litauen und stationieren dort 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Wer hätte das vor wenigen Jahren gedacht, dass wir so vorbildlich in unserem Bündnis vorangehen würden und Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen. Und auch die beiden letzten Einsätze, die sind ja auch teilweise im Bericht der Wehrbeauftragten genannt worden, die Evakuierung aus dem Sudan, wo wir Familien evakuiert hatten aus dem Kriegsgebiet, was die Bundeswehr hervorragend geleistet hat, auch die Mission Aspides, wo jetzt gerade unsere Fregatte aus dem Roten Meer zurückkommt, ganz hervorragend dort unten die Seewege gesichert hat. Das sind alles Dinge, die unsere Bundeswehr jetzt leistet, erstmalig leistet, wo man wirklich anerkennen muss, die Bundeswehr ist große Schritte vorangekommen und ist wirklich leistungsfähig. Und deswegen will ich zum Schluss auch noch mal an junge Menschen, die heute vielleicht zuschauen, appellieren, die sich überlegen, welchen Beruf sie vielleicht in Zukunft ergreifen wollen. Schaut euch mal um im Karrierecenter der Bundeswehr. Das ist eine super Idee. Es gibt bei der Bundeswehr ganz viele attraktive Berufe. Man kann bei der Bundeswehr auf Kosten der Bundeswehr studieren. Man kann den Master und den Meister bei der Bundeswehr machen. Und es ist einfach ein anderer Job, als Soldat zu sein. Es ist ein Unterschied, ob man in einem Bürohochhaus im Großraumbüro versauert oder ob man auf einer Fregatte der Bundeswehr im Roten Meer unsere Seewege sichert, an der frischen Luft, ob man an einer Operation teilnimmt, Familien aus Afrika zu evakuieren. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Überlegen Sie es mal. Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Ich komme zum Ende. Ich bedanke mich bei der Wehrbeauftragten, ich bedanke mich bei all unseren Soldatinnen und Soldaten. Vielen Dank. Es gibt noch viel zu tun. Wir werden weiter daran arbeiten. Alexander Müller aus der FDP-Fraktion, verteidigungspolitischer Sprecher. Und es geht weiter mit Florian Hahn aus der Unionsfraktion. Auch er ist verteidigungspolitischer Sprecher. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Wehrbeauftragte, der vorgelegte Bericht der Wehrbeauftragten ist ein umfassender und vor allem neutraler Gradmesser für den Zustand und für die Probleme der Truppe. Und ich danke der Wehrbeauftragten und ihren Mitarbeitern ganz ausdrücklich, auch im Namen der Unionsfraktion, für die geleistete Arbeit. Das ist wichtig für uns, für unsere parlamentarische Arbeit dann hier im Hohen Hause. Und dieser Bericht und auch die öffentliche Debatte zeigen eins ganz deutlich. Die Bundeswehr wird daran gemessen, ob sie einsatz- und kriegsfähig ist, ob sie zur Landes- und Bündnisverteidigung in der Lage ist. Nicht Einzelthemen, die alle für sich gesehen natürlich ihre Relevanz haben, sondern strukturelle Fragen rund um die Auftragserfüllung stehen im Vordergrund dieses Berichts. Und wie fällt der Bericht der Arbeit der Bundesregierung im Berichtszeitraum aus? Sie ist ernüchternd, um nicht zu sagen verheerend. Von einer echten Zeitenwende ist bei der Truppe immer noch nichts zu spüren. Viele Ankündigungen durch den Kanzler oder den Minister folgten zu viele Enttäuschungen. Und ob das 2%-Ziel, die Brigade Litauen, die Strukturreform der Bundeswehr oder Fragen der materiellen Vollausstattung, zu wenig von Substanz wurde bisher eingeleitet und umgesetzt, zu wenig kommt bei der Truppe tatsächlich spürbar an. Und die Infrastruktur ist in einem katastrophalen Zustand, wie es auch die Wehrbeauftragte heute hier genau an dieser Stelle noch mal deutlich gemacht hat. Und so ist die Bundeswehr heute nicht einsatzbereiter als vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine in 2022. Die Soldatinnen und Soldaten haben nicht mehr Munition und Ausrüstung als vorher, im Gegenteil. Durch die Abgabe von Material an die Ukraine sieht es zuweilen sogar schlechter aus, weil wir anders als andere nicht in der Lage oder willens sind, sofort nachzubeschaffen. Weil Sie, liebe Bundesregierung, nicht dazu in der Lage oder willens sind, sich untereinander abzustimmen und in allen Ressorts die Voraussetzungen für eine gesamtstaatliche Verteidigung zu schaffen, die Bundeswehr leidet darunter am meisten. Und nichts zeigt die Führungsschwäche der Regierung und das Ausmaß der rhetorischen Nebelkerzen deutlicher als das Herumtänzeln um das politische Kernproblem der nachhaltigen Finanzierung der Bundeswehr. Ist diese Regierung bereit, die politischen Prioritäten richtig und zwar so zu setzen, wie sie es selbst in ihren Reden zur Zeitenwende fordern? Die Antwort ist eindeutig nein. Denn diese Regierung weigert sich, das Thema Sicherheit und die Finanzierung der Bundeswehr zur Priorität 1 zu machen. Und das Einzige, was Ihnen einfällt an dieser Stelle,
ist das Friedensdividende plus Zeitenwende plus weitere Ausgaben für den Sozialstaat sind Ihre Antwort. Das ist die nächste Schuldenkrise, die vorprogrammiert ist. Und da kann ich Ihnen nur sagen, Putin wird genau dieses freuen. Und das dürfen wir so nicht kommen lassen. Auch die Werbeauftragte, völlig unverdächtig Teil parteipolitischer Auseinandersetzungen zu sein, fordert, ich zitiere, eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats in einer Größenordnung von mehreren Milliarden Euro. Minister Pistorius fordert für 2025 wieder einen Aufwuchs seines Etats. Er sprach vorher hier an dieser Stelle von mehreren Milliarden, aber er gab auch schon zu Protokoll in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. Letztes Jahr hatte er sich noch für das Haus, dieses Haushaltsjahr 2024 10 Milliarden gewünscht und nicht mal den Ausgleich für die höheren Gehälter bekommen, also praktisch nichts. Herr Minister, weshalb fordern Sie dann diesmal so einen mickrigen Betrag? Sie wissen doch ganz genau, dass das hinten und vorne nicht reichen kann. Sonst so schneidig und jetzt so zurückhaltend. Ich glaube, Sie haben Angst, gemessen zu werden. Gemessen zu werden an dem, was die Bundeswehr tatsächlich finanziell bräuchte und was Sie in der Lage sind, was Sie als Minister in der Lage sind, in dieser Fortschrittskoalition tatsächlich zu erkämpfen. Also deshalb, Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Also deshalb bloß nicht zu hohe Forderungen erheben und zu hohe Erwartungen erzeugen. Sehr geehrter Herr Minister Pistorius, so machen Sie die Bundeswehr nicht kriegstüchtig. Und offensichtlich sind Sie selbst nicht kriegstüchtig genug, um sich gerade in Ihren eigenen Reihen durchzusetzen. Herr Kollege Hahn. Florian Hahn war das aus der Unionsfraktion, verteidigungspolitischer Sprecher dort. Und wir sehen jetzt Dietmar Bartsch für die Gruppe der Linken hier im Deutschen Bundestag. Und seit einiger Zeit ist er ja außenpolitischer Sprecher. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Werbeauftragte, es ist erstmal gut, dass es die Werbeauftragte gibt und es ist gut, dass es ihr Amt gibt. Und ich will auch im Namen der Linken ganz herzlichen Dank bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit sagen. Ich will mich auch ausdrücklich bedanken, dass es diesen Bericht gibt. Und liebe Frau Högel, wenn ich eine Anregung geben darf, natürlich Lob und Kritik, aber vielleicht können Sie ein ganz klein wenig mehr in Richtung Kritik gehen, weil das ist vielleicht nur eine Anregung. Mehr will ich aber gar nicht sagen. Vor allen Dingen teile ich ja, dass man es vor allen Dingen an den Taten, die umgesetzt werden, messen muss. Meine Damen und Herren, ich muss mich wegen der bescheidenen Zeit auf eine Frage, ähnlich wie Frau Spellerberg, konzentrieren, nämlich die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Bundeswehr. Seit 23 Jahren, wie wir alle wissen, dürfen Frauen in allen Bereichen der Bundeswehr dienen. Und trotzdem ist der Anteil bei Soldatinnen heute nur bei 13%. Und wenn man den Sanitätsdienst rausnimmt, dann sind es sogar nur 9%. Ich will nur ein Beispiel aus dem Bericht der Werbeauftragten hier zitieren. Beim Jägerbataillon 51 in Rothenburg an der Wümme gibt es heute, bis heute, keine Toiletten und Duschen für Soldatinnen. Für eine deutsche staatliche Institution im Jahre 2024 ist das einfach nur peinlich, meine Damen und Herren. Mit der Novelle des Soldaten- und Soldatengleichstellungsgesetzes wurde die bisher gesetzlich festgelegte Quote von 15% auf 20% Anteil von Frauen erhöht. Und das wurde bei weitem nicht erreicht. Der Bundestag kann offensichtlich beschließen, was er will. Aber, meine Damen und Herren, wenn es nicht einmal überall Toiletten und Duschen für Soldatinnen und Soldaten gibt, werden bestimmt sich nicht mehr Frauen freiwillig für die Bundeswehr melden. Meine Damen und Herren, klar ist, es ist nicht akzeptabel für eine Armee des 21. Jahrhunderts, dass es derartige Defizite in der Gleichberechtigung von Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr gibt. Anstatt Milliarden Euro für Großrüstungsprojekte wie Fregatten, Panzer und Spionagesatelliten zu stecken, könnte die Bundeswehr doch anfangen, Toiletten und Sanitäranlagen für Männer und Frauen an allen Standorten einzurichten. Wir wollen keine Überforderung der Bundeswehr, wie hier mehrfach gesagt werden. Deswegen ist die Idee der Aufgabenreduzierung sehr in unserem Interesse. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch, und da Sie ja alle sehr aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sind, haben Sie gemerkt, dass ich ihn falsch tituliert habe. Er ist nicht Sprecher für Außenpolitik, sondern Sprecher für Verteidigungspolitik in der Gruppe der Linken. Wir sind beim drittletzten Redner bei dieser Debatte, und das ist Dirk Vöbel aus der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte Dr. Högel. Auch in diesem Jahr haben Sie einen umfassenden und ehrlichen Bericht über die Lage unserer Bundeswehr vorgelegt.
Dafür danke ich Ihnen und Ihrem gesamten Team. Im Berichtsjahr 2023 sind die Herausforderungen leider nicht kleiner geworden. Seit dem Ende des Kalten Krieges war die äußere Sicherheit Deutschlands und Europas nicht mehr so bedroht wie heute. Mit der gestiegenen Bedeutung der Landes- und Bündnisverteidigung verschieben sich auch die Aufgaben und Anforderungen an unsere Streitkräfte. Auch wenn die Bundeswehr weiterhin für Einsätze im internationalen Krisenmanagement einsatzbereit sein muss, liegt nun der Fokus auf vollständige Einsatzbereitschaft, auf kaltstartfähigen Großverbänden und dem Aufbau einer hierzu personell und materiell befähigten Truppe. Kommen wir zu den, wie Sie es in Ihrem Bericht genannt haben, Dauerbrennern. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es mehr Material und Personal sowie eine gute oder zumindest akzeptable Infrastruktur. Und hier gibt es nach wie vor große Mängel. Material ist vielfach veraltet oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Trotz beschleunigter Beschaffungsverfahren und positiver Entwicklung können die Lücken bei Material, Ersatzteilen und Munition erst mittelfristig geschlossen werden. Auch durch die Lieferung von Material an die Ukraine geraten die Bestände weiter unter Druck. Hier muss konsequent und zügig nachbeschafft werden. Bis 2025, also 6 Jahre früher als eigentlich geplant, erhalten alle aktiven Soldatinnen und Soldaten neue persönliche Schutzausrüstung und Bekleidung. Gut so. Probleme ergeben sich nun jedoch durch fehlende Spinde- und Lagerungsmöglichkeiten, wo wir schon beim nächsten Dauerbrenner sind, der Infrastruktur. Hier ist laut Jahresbericht von der Zeitenwende noch nicht viel zu spüren. Soldatinnen und Soldaten klagen nach wie vor über schimmelige Duschen, marode Kasernen oder sogar gesundheitsgefährdende Zustände. Wenn, wie im Bericht beschrieben, der Zahnarzt aufgrund von mangelndem Trinkwasser nicht mehr behandeln kann oder aufgrund von veralteten Wassersystemen zu Infektionen kommt und die Körperhygiene nur noch auf eigenes Risiko durchgeführt werden kann, ist das mehr als beschämend. Das jährliche Ritual, diese eklatanten Mängel in Ihrem Bericht hier im Plenum aufzugreifen, danach die Zusage des BMVG, die Probleme mit Hochdruck anzugehen, muss endlich aufhören. Wir brauchen jetzt schnell eine Lösung, und diese muss für unsere Soldatinnen und Soldaten auch in ihren Kasernen spürbar sein. Denn ohne eine moderne und zuverlässige Infrastruktur wird es nicht gelingen, die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeberin zu steigern. Was zum nächsten Dauerbrenner überleitet, dem Personal. In den letzten Jahren haben stets mehr Soldatinnen und Soldaten die Bundeswehr verlassen, als neue eingetreten sind. Dies führt zu Unterbesetzung an vielen Stellen und sorgt für eine Überlastung im Arbeitsalltag. Auch die Zahl der Bewerbungen ging, wenn auch nur leicht, zurück. Mir ist wichtig, dass wir die drei genannten Dauerbrenner nicht als alleinstehende Probleme sehen, denn nur wenn es gelingt, umfassende Verbesserungen in allen Bereichen zu erzielen, kann es auch gelingen, diese Dauerbrenner zu löschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, unsere Bundeswehr hat viele verschiedene Aufgaben und Aufträge, denen sie trotz schwieriger Umstände mit hoher Professionalität und Einsatzbereitschaft nachkommt. Dafür gebührt Ihnen unser Dank. Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, am Ende Ihres Vorwortes zum Jahresbericht schreiben Sie, möge der Jahresbericht 23 ein weiterer Impuls sein, der noch mehr Energie und Engagement für Verbesserung freisetzt. Diesen Impuls nehmen wir gerne auf. Es ist die Aufgabe des Parlaments, sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter für bessere Bedingungen unserer Parlamentsarmee einzusetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dirk Vöppel für die SPD-Fraktion. Hier geht es nach wie vor um den Jahresbericht 2023 der Wehrbeauftragten. Und dazu jetzt Jacqueline Nastitsch aus der Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, 2 Jahre nach der von Ihnen verkündeten Zeitenwende, 100 Milliarden Sondervermögen, Rekord
artigen 90 Milliarden Aufrüstungsetat ist der Wehrbericht alles andere als ein Erfolgsbericht. Die Truppe altert und schrumpft, die angekündigten substanziellen Verbesserungen bei Personal, Material und Infrastruktur lassen auf sich warten, so die Bilanz der Wehrbeauftragten. Ja, meine Damen und Herren, fragen Sie sich doch mal ernsthaft, woran das liegen könnte. Nicht vielleicht daran, dass die Regierungen der letzten Jahrzehnte völlig versagt haben beim Beschaffungswesen? Geld, das unter anderem in fragwürdigen Berateraffären versickerte, und auch Sie von der CDU/CSU brauchen gar nicht so lautstark über den Zustand der Bundeswehr hier zu lamentieren. 16 Jahre Ihrer Regentschaft, unter anderem auch unter Frau von der Leyen, haben nun mal zum maroden Zustand der Bundeswehr beigetragen. 20.000 Funkgeräte für Fahrzeuge und Panzer, 1,3 Milliarden Euro an Kosten. Nur hat vorher niemand geprüft, ob sie überhaupt in die Fahrzeuge reinpassen. Das ist nur ein Beispiel, wie hart erarbeitetes Steuerzahlergeld verschwendet wird. Und wie unverantwortlich Sie mit der Sicherheit und dem Leben der Bundeswehrsoldaten umgehen, zeigen auch die Einsätze in Afghanistan und Mali. Und es ist auch endlich an der Zeit, die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr abzuschaffen. Selbst die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Pflegeberufen ist abgeschafft. Es gibt keine medizinische Begründung dafür, dass Soldaten weiter gegen Covid geimpft werden müssen. Und nach 2 Jahren Krieg in der Ukraine, 28 Milliarden deutsche Waffen, die dorthin geliefert wurden, ist jedem klar, dass dieser Krieg mit Waffen nicht gewonnen werden kann. Auch deshalb ist es an der Zeit, dass Ihre schädliche Politik abgewählt wird. Es ist Zeit für Vernunft und Gerechtigkeit, Zeit für Frieden statt Kriegstüchtigkeit. Sagt Jacqueline Nastic aus der Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht, die vorletzte Rednerin in der Debatte zum Jahresbericht der Wehrbeauftragten, Eva Högel. Und der letzte Redner ist Philipp Krämer aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Wehrbeauftragte, vielleicht vorab Frau Nastic, ich kann mich nicht entsinnen, dass Sie jemals einer 25-Millionen-Euro-Vorlage zugestimmt haben zur Ausrüstung der Bundeswehr. Dementsprechend irritiert mich das dann doch etwas, dass Sie das genau kritisieren. Vielmehr sind Sie eher durch die Leugnung der Existenzberechtigung des Kosovo aufgefallen, was, glaube ich, eher zeigt, welche ideologische Nähe Sie zu despotischen Staaten haben. Der Jahresbericht der Wehrbeauftragten ist Gradmesser für den Stand der Zeitenwende geworden. Er ermöglicht den Soldatinnen und Soldaten, auf Missstände aufmerksam zu machen und Verbesserungsvorschläge einzureichen. Gleichzeitig ist er auch eine praktische Prüfung unserer Arbeit im Verteidigungsausschuss wie auch der Arbeit des Ministeriums. Dadurch wird die Bundeswehr noch besser in unser demokratisches System eingefasst. Liebe Frau Högel, ich danke Ihnen sowie Ihrem Team für die Erstellung dieses Jahresberichtes. Aus dem Jahresbericht der Wehrbeauftragten gehen erfreuliche Dinge hervor. Die Aufstellung der Heimatschutzverbände schreitet voran. In Hessen beispielsweise hat das Landeskommando ein besonders arbeitgeberfreundliches Konzept erarbeitet. Dieses hat mit zu überdurchschnittlichen Bewerberzahlen für das Heimatschutzregiment 5 beigetragen. Das ist ein gutes, ein wichtiges Signal in der Zeitenwende. Gleichwohl gibt es im Heimatschutz und in der Reserve Zustände und Vorgänge, die sich demotivierend auf die Einsatzbereitschaft der Frauen und Männer auswirken. Wartezeiten von einem Jahr und länger, bis Einzelne nach Grundwehrdienst oder Ausbildung im Heimatschutz einen Beorderungsdienstposten zugewiesen bekommen. Wartezeiten von einem Jahr und länger, um überhaupt Gefreiter werden zu können. Lange Vorlaufzeiten und Verfahrensdauern von mehreren Monaten und Jahren bei Heranziehung. Fehlende Ausstattung zum Durchführen von Übungen und fehlende Infrastruktur sind fortwährende Ärgernisse für die übenden Reservedienstleistenden. So muss zum Beispiel der hessische Heimatschutz für die Ausbildung nach Thüringen ausweichen. Auch wenn Heimatschutz und Reserve zur Erfüllung ihrer Aufträge sicherlich nicht den Ausrüstungsstandard benötigen, wie die aktive Truppe an der Ostflanke oder im Auslandseinsatz, zur Steigerung der Motivation bedarf es der qualitativen Verbesserung der Ausstattung auch in der Reserve. Frau Storch, anders als der Vertreter, den Sie hier vorne an das Redepult entsendet haben, darf ich im Heimatschutz in Hessen eine Uniform tragen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns. Und anders als Sie würde ich auch Ihre Freiheit verteidigen, wenn es auf den Ernstfall einkäme. Applaus
Sehr geehrte Damen und Herren, auch die Invictus Games in Düsseldorf haben ein Schlaglicht auf ihre Schicksale, auf ihre Sorgen und Bedürfnisse der Einsatzversehrten geworfen. Jahrelange Verzögerungen bei verdienten Auszeichnungen, teilweise seit dem Kosovo-Krieg vor 25 Jahren, Fälle von nicht greifenden Versicherungen sind alles Themen, bei denen wir besser werden müssen. Und bei allem Fortschritt, den der Bericht aufzeigt, hier müssen wir besser werden, die nicht gerade Wertschätzung für den Preis signalisieren, den diese Menschen zur Erfüllung ihres Auftrags zahlen und gezahlt haben. Als Bundeswehr und Verteidigungsministerium, als Deutscher Bundestag, als Gesellschaft sind wir das unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig. Herzlichen Dank. Philipp Krämer war der letzte Redner in der Aussprache zum Jahresbericht der Wehrbeauftragten, der jetzt weiter diskutiert werden wird im Verteidigungsausschuss und auch in Ausschüssen, die noch am Rande mit diesem Themenbereich zu tun haben, zum Beispiel Inneres und Heimat oder wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.